Witz. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben es schon gerade ein bisschen später. Es ist 19:37 Uhr. Das erklärt auch meine Frisur. Aber ich fahre morgen nach Berlin mit dem Zug. Ich dachte mir so, ich nehme euch mit, weil warum nicht? Deswegen vlogge ich jetzt einfach heute Morgen und übermorgen wahrscheinlich mit, weil... Aua. Ja, weil... Keine Ahnung, wenn ich halt Lust habe. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich. Los. Geht's. Ja, Mann, das war clean. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt meinen Koffer erstmal packen und ich habe noch keinen Plan, was ich mitnehme. Aber egal, das kriegen wir hin. Wir suchen jetzt auf jeden Fall gleich mal was raus. Mein Koffer ist noch in meinem Ankleidedingszimmer. Was ist das überhaupt? Also, wenn irgendwer jetzt ein Tutorial hierzu will... Nee, Leute, einfach schlafen mit Dutz. Ich stehe hier, mein Koffer ist da oben. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Scheiße. Wir sehen uns, wenn ich meinen Koffer wieder habe. Übrigens, es kann sein, dass ich hier irgendwo ein paar braun-schwarze Flecken habe, weil ich habe mir vorhin Wimperntusche als Bart hingemalt, weil Gina da war. Aber das ist eine andere Story. Das... Nee. Okay, wir haben jetzt hier meinen Koffer. Ich werde... Was ist denn das? Ich werde nur eine Seite packen, weil die andere Seite meine Mom packt. Also, da packt ihre Sachen rein und hier meine, weil wir brauchen nicht so viel, weil wir sind nur 2 Tage weg. Auf jeden Fall, ich mache jetzt erstmal kurz meine Haare neu, weil so kann ich das nicht. Aber, wartet. Okay, Leute, ich habe jetzt kurz eine andere Frisur gemacht. Einfach ein bisschen fresher. Und... ich hoffe gerade irgendwie, man sieht mich gut, weil ich habe nicht das Gefühl, aber egal. Ich suche jetzt auf jeden Fall Sachen raus, die ich anziehen werde. Ich suche sie jetzt aber raus und dann zeige ich sie euch erst, weil das würde sonst zu stressig werden. Hallo Leute, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um meinen Koffer zu packen, aber ich bin ja auch noch nicht ganz fertig. Wir warten übrigens nicht, wie rot ich bin. Ich habe mich gerade abgeschminkt. Auf jeden Fall, ich mache jetzt noch ein bisschen Skincare, aber ich glaube, ihr alle wisst eigentlich meine Skincare-Routine. Wir fahren morgen früh um 9, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich habe schon alle Klamotten und so eingepackt, aber mir fehlen halt noch meine Skincare-Sachen und meine Schminksachen. Weil ich muss die halt dann morgen in der Früh packen, weil ich brauche die jetzt dann eigentlich alle noch. Übrigens, ich habe seit neuestem gesehen, also man soll so Vaseline so auf seine Wimpern, das soll irgendwie voll, also dann soll die irgendwie wachsen. Ich sehe keinen großartigen Unterschied, aber ja, ich mache das jetzt einfach auch immer. Da mache ich hier auf das Bürstchen so ein bisschen Vaseline. Ich benutze einfach so eine ganz normale hier. Die hier von Action habe ich die. Ja, tue die ein bisschen so auf die Bürste, streiche das so ab und dann einfach so auf meine Wimpern. Ja, ich lieb's. Ich benutze in letzter Zeit diesen grünen hier. Warte mal. Den hier. Der riecht, also er schmeckt voll gut so auf den Lippen, ich weiß nicht. Struggle. Ja, der ist so, also wow. Warte, ich mache jetzt wie ein Junge so, das machen wir so. Einfach immer. Du machst aber auch vielleicht einfach so. Ja. Keine Ahnung. Buh. Ja, Leute, ich würde eigentlich sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Weil ich gehe jetzt schlafen. Bis morgen. Zweiter Tag. Ich habe mir schnell Zopf gemacht. Ich werde mein Zimmer einfach so verlassen, wie es ist. Es ist zwar nicht wirklich ordentlich und nicht wirklich schön, aber egal, mein Koffer habe ich. Er ist so schwer, ich habe ihn nicht zubekommen, ich sag's euch. Egal, wir gehen jetzt nach unten. Irgendwie meine Mini-Handtasche habe ich auch gepackt. Ich sag euch, da sind Kaugummis drin. 2 so Rotbäckchensäfte. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Gummibärchen und meine AirPods. Also eigentlich nur was Wichtiges. Dann in Mamas Tasche sind. Ich muss mein Ladekabel dann noch holen. Packen wir jetzt Wasser rein. Desinfektionsmittel. Und das hier zum Trinken, den Geldbeutel, die Kosmetikbeutel, dieses Stativ. Ich weiß, man sieht mich gerade nicht. Egal,
Dann kommen hier noch Kamera-Akkus rein, weil sowas, das ist wichtig. Mein Ladekabel, weil wichtig. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich hasse Zugfahren eigentlich, aber ja, man kann das machen. Ladekabel tue ich einfach auch jetzt zur Mama rein. Und ja, jetzt haben wir alles. Deswegen, ich würde sagen, wir sehen uns im Bahnhof oder im Auto. Ich schaue mal. Super lecker sieht das hier aus, ne? Ja. Ja. Also Leute, wir sind jetzt da. Ja, wir haben, also wir sind relativ weit. Oh Gott. Boah. Es ist hell draußen, ne? Wir sind relativ weit weg von der Stadt, aber egal, ich gebe euch jetzt so eine kleine Roomtour, aber es ist wirklich nicht groß. So, ja. Also hier ist die Tür und hier ist dann erstmal so ein Spiegel. Dann ist hier so ein Regal mit, ja, halt ein Regal. So, dann geht's hier so ins Badezimmer. Da ist eine Dusche. Hier Spiegel im Waschbecken und da halt ein Klo. Um Gottes Willen. Und ja, also eigentlich, man sieht selber so alles. Ja. Und hier ist halt das Fenster. Wir haben Balkon. Mama. Ja, kann man ja am Abend mal rausgehen. Und ja, wir räumen jetzt noch ein bisschen ein und so, und dann gehen wir raus, oder? Ja. Okay, soll ich so mischen? So einmal rühren? So? Nee, würde ich nicht. Jetzt probier doch einfach mal. Ich hab Angst. Super. Schmeckt echt gut. Scheiße. Warte, guck mal erst an. Hier. Hast du noch eins? Ja, so eins. Das letzte natürlich wieder. Wo du aufgestanden bist. Ja. Richtig toll. Ich dachte, es sind nur drei Fotos, okay? Also Leute, wir sind jetzt noch essen gegangen. Ich hoffe, man hört mich, weil hier ist es echt laut. Es war jetzt echt chaotisch, aber egal. Wir essen jetzt auf jeden Fall, was? Asiatisch? Vietnamesisch. So, mit was zum Trinken bitte? Ja, ein Wasser bitte. Und alles Sprite. Es war auf jeden Fall sehr chaotisch und wir essen jetzt vietnamesisch. Ich habe mir so Frühlingsrollen mit Glasnudeln und Reisnudeln, Salat und so. Frag nicht, habe ich noch nie gegessen. Und ja, was nimmst du? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es tatsächlich noch, ob ich das Gleiche nehme. Das Gleiche? Ich soll was anderes nehmen. Nein, mir ist egal. Ja. Fertig gemacht, ich habe mich schon umgezogen. Ich habe mir jetzt nur einen Messi-Bang gemacht, weil wir jetzt erstmal frühstücken gehen. Ich
bin noch sehr, sehr müde. Ich glaube, man sieht es mir an. Aber ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal runter und dann schauen wir weiter. Genau. Ich war in Berlin und habe mit den Moderatoren Nick und Kati eine richtig coole Folge für Togomania aufgenommen. Es hat super viel Spaß gemacht und natürlich gebe ich euch Bescheid, wenn die Folge online ist. Drei Tage später. Bitte, ich glaube, ihr seht's. Ich bin wieder zu Hause, das schon seit ein paar Tagen. Ich habe so vergessen, einfach weiter zu filmen in den Vlog. Heute ist Freitag. Am Mittwoch sind wir nach Hause gefahren. Auf jeden Fall, ich gehe gleich ins Freibad. Ich zeige euch mal mein Outfit, richtig unspektakulär. Ich habe halt drunter mein Bikini, deswegen so eine kurze Hose und das Top hier. Irgendwie, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich habe schon an den Vlog gedacht, aber ich habe es dann irgendwie immer wieder vergessen. Deswegen tut mir auf jeden Fall leid. Aber das war es eigentlich dann auch schon mit dem Vlog. Ja, ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen, trotz dieser großen Lücke. Ja, übrigens, ich habe diese Kette gerade gefunden. Die sieht voll schön aus. Jetzt würde ich mich eigentlich auch verabschieden. Deswegen, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Drückt die Glocke und abonniert mich. Tschüss. Adios, amigos.